Danke, lieber Präsident Nelson, für die erfreuliche und auf Offenbarung beruhende Weisung in Bezug auf die Zeugen bei der Taufe. Danke auch, dass Sie mich gebeten haben, über die Neuerung zu sprechen, die dazu beitragen sollen, dass die Jugendlichen gestärkt werden und ihr heiliges Potenzial entfalten. Ehe ich auf diese Anpassung eingehe, möchte ich allen Mitgliedern unseren aufrichtigen Dank übermitteln, dass Sie auf die Entwicklung im Zuge der fortdauernden Wiederherstellung des Evangeliums so vorbildlich ansprechen. Offenbar haben Sie, wie Präsident Nelson letztes Jahr geraten hat, immer Ihre Vitamine genommen. Mit Freude beschäftigen Sie sich zu Hause mit dem Lehrplan »Komm und folge mir nach«. Auch setzen Sie die Anpassungen der Kirche um. Die Mitglieder des Ältestenkollegiums und die Schwestern der FAV verrichten vereint das Erlösungswerk. Unsere Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte fassen. Besonders dankbar sind wir, dass unsere Jugendlichen weiterhin stark und treu bleiben. Sie leben in einer spannenden, doch auch schwierigen Zeit. Noch nie konnte man zwischen so vielen Extremen wählen. Ein Beispiel: Mit dem modernen Smartphone erhält man Zugang zu unglaublich wichtigen, erbaulichen Informationen, etwa zur Familiengeschichte oder zu den Heiligen Schriften. Andererseits eröffnet es den Weg zu viel Törichten, zu Unsittlichkeit und Bösen, das früher nicht so leicht verfügbar war. Damit unsere Jugendlichen besser den Weg durch dieses Labyrinth an Wahlmöglichkeiten finden, hat die Kirche drei tiefgreifende, umfassende Initiativen ins Leben gerufen. Erstens wurde der Lehrplan ausgebaut und auf das Zuhause ausgeweitet. Zweitens wurde die neue Initiative für Kinder und Jugendliche, die tolle Aktivitäten enthält und zur persönlichen Entwicklung beiträgt, erst letzten Sonntag von Präsident Nelson, Präsident Ballard und den führenden Amtsträgern vorgestellt. Als drittes kommen organisatorische Änderungen hinzu, durch die die Jugendlichen noch mehr ins Blickfeld unserer Bischöfe und der übrigen Führungsbeamten rücken sollen. Diese Neuausrichtung muss von geistiger Kraft durchdrungen sein und den Jugendlichen helfen, die Art Jugendbataillon zu werden, die sich Präsident Nelson von ihnen gewünscht hat. Bei diesen Maßnahmen und all dem, was in den letzten zwei Jahren bekannt gegeben wurde, handelt es sich nicht um vereinzelte Änderungen. Jede einzelne Anpassung ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines ineinandergreifenden Musters, das den Heiligen zugutekommen und sie darauf vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ein Teil des Musters hat mit der heranwachsenden Generation zu tun. Unsere Jugendlichen wurden aufgefordert, schon in jüngeren Jahren mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, und zwar ohne, dass Eltern oder Führungsbeamte ihnen das abnehmen, was die Jugendlichen selbst machen können. Heute geben wir organisatorische Änderungen für die Jugendlichen auf Gemeinde- und Pfahlebene bekannt. Wie Präsident Nelson schon sagte, wird Schwester Bonnie H. Gordon heute Abend auf die Änderung bei den jungen Damen eingehen. Ein Grund für die Änderung, über die ich gleich sprechen werde, besteht darin, dass die Träger, die Kollegien sowie die Präsidentschaften des aaronischen Priestertums gestärkt werden sollen. Die Änderungen gehen Hand in Hand mit dem, was in Lehre und Bündnisse 117 Vers 15 steht, nämlich: Die Bischofschaft ist die Präsidentschaft des aaronischen Priestertums und hat die Schlüssel oder Vollmacht desselben inne. Eine Pflicht des Bischofs besteht den Heiligen Schriften zufolge darin, dass er über die Priester präsidiert und mit ihnen zu Rate setzt und sie die Pflichten ihres Amtes lehrt. Außerdem ist der erste Ratgeber in der Bischofschaft insbesondere für die Lehre und der zweite Ratgeber für die Diakone zuständig. Um der Offenbarung im Buch Lehre und Bündnisse Rechnung zu tragen, wird es daher künftig auf Gemeindeebene keine junge Männerleitung mehr geben. Diese treuen Brüder haben viel Gutes getan und wir sprechen ihnen unseren Dank aus. Wir hoffen, dass die Bischofschaften großen Nachdruck und einen wichtigen Schwerpunkt auf die Priestertumsaufgaben der jungen Männer legen und ihnen bei ihren Pflichten im Kollegium helfen. Zudem werden fähig erwachsene Brüder als Berater der jungen Männer berufen, um die Kollegiumspräsidentschaft des aaronischen Priestertums und die Bischofschaft in ihren Pflichten zu unterstützen. Wir sind uns sicher, dass dank dieser glasklaren Ausrichtung auf unsere Jugendlichen noch mehr Jungen und Mädchen ihren Herausforderungen gewachsen sein und auf dem Weg der Bündnisse bleiben werden. Im inspirierten Muster des Herrn trägt der Bischof die Verantwortung für einen jeden in der Gemeinde. Er ist für die Eltern der Jugendlichen ebenso ein Segen wie für die Jugendlichen selbst. Als ein Bischof mit einem jungen Mann sprach, der sich mit Pornografie abgab, stellte er fest, dass er dem Jungen bei der Umkehr nur helfen konnte, wenn er auch dessen Eltern half, liebevoll und verständnisvoll zu reagieren. Die Heilung des jungen Mannes trug zur Heilung der ganzen Familie bei und war nur möglich, weil der Bischof für die ganze Familie da war.
Jetzt ist der junge Mann ein würdiger Träger des melchisedekischen Priestertums und Vollzeitmissionar. Wie dieses Beispiel erkennen lässt, werden die Anpassungen dem Bischof und seinen Ratgebern helfen, sich auf den Kern ihrer Verantwortung gegenüber den Jugendlichen und den PV-Kindern zu konzentrieren. Die Macht und die Pflichten des aaronischen Priestertums bei jedem jungen Mann in den Mittelpunkt seines Lebens und seiner persönlichen Ziele rücken. Die Anpassungen heben zudem die Aufgaben der Kollegiumspräsidentschaften des aaronischen Priestertums hervor und dass diese direkt der Bischofschaft Bericht erstatten. Motivieren die erwachsenen Führungsbeamten den Kollegiumspräsidentschaften des aaronischen Priestertums, Stütze und Mentor zu sein, wenn diese ihr Amt mit größerer Macht und Vollmacht ausüben wollen. Wie erwähnt, schmälern diese Anpassungen nicht die Verantwortung der Bischofschaft für die jungen Damen. Präsident Nelson hat ja soeben erklärt, der Bischof hat in allererster Linie die Aufgabe, sich um die jungen Männer und die jungen Damen in seiner Gemeinde zu kümmern. Wie können unsere lieben, hart arbeitenden Bischöfe diese Aufgabe erfüllen? Wie Sie wissen, wurden 2018 die Kollegien des melchisedekischen Priestertums dahingehend angepasst, dass eine engere Zusammenarbeit mit der FAV erfolgt. Auf diese Weise können Ältestenkollegium und FAV unter der Leitung des Bischofs dessen wichtige Aufgaben mit übernehmen, die bislang einen Großteil seiner Zeit eingenommen haben. Zu diesen Aufgaben gehören die Missionsarbeit, Tempelarbeit und Familienforschung in der Gemeinde sowie ein Großteil der Betreuungsarbeit unter den Mitgliedern der Gemeinde. Manche Aufgaben kann der Bischof nicht delegieren, wie etwa die Jugendarbeit, allgemeiner Richter zu sein, sich der Bedürftigen annehmen, die Aufsicht über die Finanzen und Verwaltungsaufgaben. Dies sind jedoch weniger Aufgaben, als uns bislang vielleicht klar gewesen ist, als Elder Jeffrey O. Holland letztes Jahr die Anpassungen bei den Kollegien des melchisedekischen Priestertums bekannt gegeben hat, hat er erklärt, der Bischof bleibt natürlich der präsidierende hohe Priester der Gemeinde. Aber diese Neuausrichtung von Ältestenkollegium und Frauenhilfsvereinigung sollte es ihm erlauben, über die Arbeit des melchisedekischen Priestertums und der FAV zu präsidieren, ohne die Arbeit dieser Einrichtung erledigen zu müssen. Ende des Zitats. Eine FAV-Leiterin und ein Ältestenkollegiumspräsident können beispielsweise, wenn sie damit beauftragt sind, eine größere Rolle bei der Beratung von Erwachsenen einnehmen. Gleiches gilt für eine JD-Leiterin, die den Mädchen Rat geben kann. Zwar kann nur der Bischof allgemeiner Richter sein, doch die anderen genannten Führungsbeamten haben auch das Recht, Offenbarung vom Himmel zu empfangen, um Mitgliedern bei Problemen zu helfen, die keinen allgemeinen Richter erfordern und bei denen es auch nicht um Missbrauch oder Misshandlung geht. Das heißt nicht, dass eine junge Dame nicht mit dem Bischof oder ihren Eltern reden darf oder soll. Die Jugendlichen stehen dort ja im Fokus. Es heißt aber sehr wohl, dass jemand aus der JD-Leitung vielleicht am besten auf das eingehen kann, was eine junge Dame braucht. Die Bischofschaft macht sich genauso viele Gedanken um die jungen Damen wie um die jungen Männer. Wir wissen aber auch, wie viel Kraft starke, engagierte und auf das Wesentliche konzentrierte JD-Führungsbeamten mitbringen. Sie lieben die Mädchen und leiten sie an, wobei sie den Klassenpräsidentschaften deren Aufgaben nicht abnehmen, sondern ihnen darin zum Erfolg verhelfen. Schwester Corden wird heute Abend auf weitere spannende Änderungen bei den jungen Damen eingehen. Ich gebe an dieser Stelle jedoch bekannt, dass jetzt die JD-Leiterin jeder Gemeinde ihrem jeweiligen Bischof direkt Bericht erstatten und mit ihm Rat halten. In der Vergangenheit konnte diese Aufgabe einem Ratgeber übertragen werden, doch ab sofort unterstehen die jungen Damen der direkten Verantwortung desjenigen, der in der Gemeinde die Schlüssel der Präsidentschaft trägt. Auch die FAV-Leiterin erstattet weiterhin direkt dem Bischof Bericht. Auf oberster Ebene und auf Pfahlebene wird es weiterhin junge Männerleitungen geben. Auf Pfahlebene ist ein hoher Rat junge Männerleiter und wird gemeinsam mit den für die jungen Damen und die PV zuständigen hohen Räten dem Pfahlkomitee für das aaronische Priestertum und die jungen Damen angehören. In diesem Komitee arbeiten die Brüder mit der Pfahl-JD-Leitung zusammen. Dort führt ein Ratgeber des Pfahlpräsidenten den Vorsitz. Dieses Komitee gewinnt zudem an Bedeutung, weil sich viele der Programmpunkte und Aktivitäten der neuen Initiative für Kinder und Jugendliche auf Pfahlebene abspielen. Die erwähnten Hohen Räte können, auf Weisung der Pfahlpräsidentschaft, dem Bischof und den Kollegien des aaronischen Priestertums als Stütze dienen, ähnlich wie die Hohen Räte die Ältestenkollegien in den Gemeinden unterstützen. In ähnlicher Weise wird jetzt ein weiterer Hoher Rat
als Pfahl-Sonntagsschulleiter fungieren, der bei Bedarf im Pfahlkomitee für das aaronische Priestertum der jungen Damen mitarbeiten kann. Weitere organisatorische Änderungen werden in einem Schreiben erläutert, das den Führungsbeamten noch zugeht. Zu diesen Änderungen gehören: Die Sitzung des Jugendkomitees der Bischofschaft wird durch einen Gemeindejugendrat ersetzt. Die Aktivitäten werden als Aktivitäten der jungen Damen, Aktivitäten des aaronischen Priestertums oder Aktivitäten der Jugendlichen bezeichnet und finden nach Möglichkeit wöchentlich statt. Das Gemeindebudget für Jugendaktivitäten soll je nach Anzahl der Jugendlichen in der jeweiligen Organisation gerecht aufgeteilt werden. Ein ausreichender Betrag wird auch für PV-Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Auf allen Ebenen, auf Gemeinde, Pfahl und oberster Ebene, sprechen wir fortan schlicht von Organisation anstatt von Hilfsorganisation. Diejenigen, die auf oberster Ebene der Organisation der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Damen, der jungen Männer, der Primarvereinigung, der Sonntagsschule vorstehen, werden als führende Amtsträger bezeichnet. Diejenigen, die eine Organisation auf Gemeinde- oder Pfahlebene leiten, werden als Führungsbeamte der Gemeinde oder des Pfahls bezeichnet. Die heute bekanntgegebenen Anpassungen können umgesetzt werden, sobald die Zweige, Gemeinden, Distrikte und Pfähle bereit sind. Die Umsetzung soll aber bis zum 1. Januar 2020 erfolgt sein. Die Änderungen stellen, wenn auch die bisherigen Anpassungen umgesetzt und eingebunden werden, einen geistigen und organisatorischen Kraftaufwand dar. Er geht Hand in Hand mit der Lehre und soll einem jeden, ob Mann, Frau, Jugendlicher oder Kind, zugutekommen, jeden stärken und jedem helfen, dem Beispiel unseres Erretters, Jesus Christus, zu folgen, während wir auf dem Weg der Bündnisse vorwärts gehen. Liebe Brüder und Schwestern, ich verheiße Ihnen, bezeuge, dass diese umfassenden Anpassungen, die unter der Leitung eines inspirierten Präsidenten und Propheten, Russell M. Nelson, vorgenommen wurden, jedem Mitglied der Kirche Kraft und Stärke geben werden. Unsere Jugendlichen werden größeren Glauben an den Erretter entwickeln, vor den Versuchungen des Widersachers geschützt und für die Herausforderungen des Lebens gewappnet sein. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.